Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir sind immer noch auf Coruscant, haben jetzt in der letzten Folge drei Heldenmissionen geschafft. Wir sind jetzt gerade bei der letzten, meistgesucht in der Republik, da sollen wir eine Bande ausschalten. Schlitzer, Weitsicht, Zünder, Stromschlag und Bauschuss. Ja, schöne Namen für ein paar Räuber und Banditen. Ja, fangen wir doch mal an. Okay, das wird ein bisschen schwieriger hier gerade. Aber überhaupt gar kein Problem, Leute. Kriegen wir alles hin. Und auch Kreisen hat noch gut Gesundheit da. Aber ihr seht schon, es kann brenzlig werden in einigen Situationen, wenn zu viele Gegner kommen. So, was haben wir hier noch? Beeinflussung der Galaxie, sammle im Rahmen deines Vermächtnisses 25.000 persönliche Eroberungspunkte. Ja, das haben wir damit abgeschlossen. Stromschlag. Und Schlitzer. Ja, zwei von der Quest hier. Das war schon mal mit Stromschlag. Da hinten steht der Schlitzer. Den wollen wir auch noch ausschalten. So, fehlen nur noch drei. Einer ist hier hinten drin. Der ist sogar Diamantqualität hier, also Diamantstärke. Das sollten wir vielleicht gerade noch mal ein bisschen gucken. Ach, guck mal, hier kommen noch mal Leute an. Kommt ihr denn her? So, was ich sagen wollte, nochmal kurz dann hochheilen. Da bin ich mal gespannt, ob wir den jetzt packen. Dürfte aber eigentlich kein Problem sein. Ja, ist auch kein Problem. Also solange wir sehen, dass unsere Gesundheit nicht kontinuierlich runtergeht und sich das in der Waage hält hier mit seiner Gesundheit, ist das kein Thema. So, den haben wir. Imperiale Dienstmedaille, da gucken wir direkt mal. Ist ein Gefährtengeschenk, das wandert also wieder hier weiter runter. Das wollen wir uns aufbewahren. Was haben wir denn hier noch? Ein Wissensobjekt, Händlergilde der Migranten. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Der versucht sich noch zu heilen, aber es ist zu spät. Wir machen zu viel Schaden. So, wollen wir doch direkt mal gucken. Ja, da kriegen wir dann einen neuen Codex-Eintrag. Ihr könnt auch hier oben direkt in den Codex dann reinspringen und euch das durchlesen, wenn ihr selber spielen solltet. Ich finde es ein bisschen zu viel, wenn ich jetzt hier noch jeden einzelnen Codex vorlesen sollte. Die Welt ist einfach riesig und die Sachen, die man hier entdecken kann für den Codex, die sind zu umfangreich, als dass wir auf alles eingehen könnten. So, Zünder, das ist der letzte im Bunde. So, da kommen von hinten noch welche. Kümmern wir uns erstmal schnell um die. So, der kommt nämlich hinterher. Den haben wir so ein bisschen um die Ecke gelockt, dann konnte er zumindest in der Zeit keinen Schaden machen. Das war Heilung über Zeit hier. Ne, halt ein Ziel sofort, genau. Und danach dann über Zeit.
Das ist auch mal ganz nett. Wenn wir keinen anvisiert haben, Verbündeten, dann heilen wir uns selber. Das geschieht dann in dem Fall. Coruscant Chaos haben wir abgeschlossen. Da wollen wir auch nochmal gucken. Du hast 1000 Nichtspielercharakter auf Coruscant vernichtet. So, und das war unsere letzte Heldenmission. Jetzt haben wir gerade hier den wöchentlichen Abschluss und einmal den Abschluss für die eigentliche Bonusmission. Für die eigentliche Heldenmission, sorry. Da kriegen wir nochmal einen besseren Gürtel und ja, die versenkte MK2-Robe des Machtlords, die haben wir schon. Können aber mal kurz gucken, was wir denn hier so alles jetzt vielleicht dekonstruieren können. Ja, das eine. Geschenke gehen ja auch nicht, ne? Ne, die kann man nur zerstören. Ja, guck mal, dann holen wir die wieder raus und dekonstruieren nur das eine Teil und Rest werden wir dann verkaufen. Ja, dekonstruieren kann man sich jetzt auch drüber streiten, ob das was bringt oder nicht. Aber Verkauf bringt eigentlich genauso wenig. Deswegen nehme ich lieber die Materialien. Da hat man im Endeffekt vielleicht ein bisschen mehr von. So, das waren unsere Heldenmissionen. Klicke auf das Gruppenfinder-Symbol auf deine Minikarte und schließe einen zufälligen Flashpoint mit dem Gruppenfinder ab. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und klicke auf das Raumjäger-Symbol auf deine Minikarte. Das können wir auch nochmal machen hier unten. Und liste dich für einen Kampf. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal bei so einem Jagdbomber hier. Und ja, listen uns mal. So, Start. Vielleicht für den ganz normalen Kampf erstmal nur. Genau, klicke auf Kampf, steht auch da. Ja, dann gucken wir mal, ob da was kommt. Und wenn was kommt, dann werden wir dran teilnehmen, damit wir auch die Mission hier mal abschließen. Wir sind dann noch ziemlich am Anfang, deswegen schleppen wir hier noch so ein paar Einführungsquests mit. Die bringen einen so ein bisschen die Mechaniken des Spiels näher. Und es ist auf jeden Fall ganz schön, da mal reinzuschauen. Gerade wenn man sich nicht auskennt hier mit Star Wars The Old Republic. Dann lernt man da, ja, eigentlich so ziemlich alles, was es gibt. Also auch Raumjäger ist natürlich eine tolle Sache. Zu Star Wars gehören natürlich auch ja, so eine galaktischen Schlachten, die gehören dazu. Und das mit der Gruppe ist auch mal ganz nett, dass man da random mit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt wird, wenn man jetzt keine gute Gilde hat. Wir haben eigentlich eine gute Gilde, werden aber trotzdessen weiterhin Solo spielen. Einfach weil Star Wars The Old Republic das auch zulässt, dass man hier eine komplette Solo-Erfahrung haben kann. Und ich muss auch sagen, dass ich generell in MMOs auch eher so der Solo-Spieler bin. Also mir gefallen die PvE-Inhalte und ich bin nicht gerne von anderen abhängig, sondern spiele lieber so, wie ich spielen möchte. Und das kann man dann auch mal ganz gut machen. So, wie gesagt, wir verkaufen die ganzen Sachen mal. Die Trophäen, die als Gefährtengeschenke gelten, lassen wir die wieder hier unten. So, und ihr seht schon hier 42 Credits, also das macht überhaupt gar nichts aus. Und auch wenn wir hier schon in den Hunderttausenden sind, glaub mir, das ist nicht viel Geld. Das ist ein, ja, Furz im Wind, wie man so schön sagt. So, da haben wir nochmal geplünderten Schrott. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir das gleich umschlagen können. Wo war es da? Hier hat man nämlich die Möglichkeit, sämtliches Handwerksmaterial mit Status Premium-Qualität oder niedriger in Handwerksmaterial-Inventar zu verschieben. Man kann das auch noch man kann das natürlich auch noch ändern. Und das hier ist aber, kann bei einem Schrotthändler gegen Spezialgüter, darunter auch Premium-Handwerksmaterial, eingetauscht werden. Schrotthändler befinden sich im Kartellbasar der Flotte. Ja, das ist also eher eine Währung. Deswegen wandert das dann natürlich nicht rein. So, benutze das Holoterminal deines Schiffes. Es gibt immer 4 Hangare für jede Klasse ein. Und wir sind jetzt hier im Hangar des Jedi-Botschafters. Deswegen werden wir jetzt hier auch zu unserem Schiff kommen. Seid gespannt. Da hinten ist es schon. Ja, wenn das nichts ist, oder? Für Lau?
So, wir können das Schiff natürlich auch betreten. Das wird uns jetzt lange, lange Zeit begleiten und als Operationsbasis dienen. Und da heben wir dann auch schon mal ab. So Leute, und da sind wir. Also hier ist der Eingang bzw. Ausgang und wir haben einen ersten Gefährten an Bord. Endlich, meine neue Herren. Ich bin C2N2, Steward auf diesem Schiff. Welch ein Glück, dass ich Ihnen dienen darf. Ja, willkommen C2N2. Wie freundlich von dir. Ich sehe, du bist fürs Protokoll programmiert. Diplomatie gehört zu meinen Subfunktionen. Als Jedi tragen sie eine enorme Verantwortung. Ich werde ihnen die niederen Bürden abnehmen. Droiden der C2-Reihe stehen für modernste Fortschritte in zahlreichen Bereichen. Von technischer Raumschiffwartung bis hin zu Ernährungsplänen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Organe angepasst sind. Willkommen an Bord dieser koreanischen leichten Korvette der Defender-Klasse. Sie wurde speziell darauf ausgerichtet, einem Jedi sowohl erstklassige Kampfmöglichkeiten als auch eine angenehme Atmosphäre für die Meditation zu bieten. Neben den üblichen Annehmlichkeiten finden Sie hier auch einen gesicherten Kapitänsspind, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können. Auf Ihrer Brücke finden Sie eine ständig aktualisierte Karte der Galaxis. Ein wahrlich schöner Anblick. Wichtige Nachrichten aus dem republikanischen Netzwerk können über die Holonetz-Konsole abgerufen werden. Langstreckenkommunikation ist über das Holo-Terminal möglich. Und dann gibt es noch das Intercom des Schiffs, mit dem Sie Treffen mit Ihrer Crew einberufen können. Haben Sie irgendwelche Fragen? Kannst du kämpfen? Hört sich an, als wärst du ziemlich vielseitig. Wie sieht es mit Kampf aus? Wie Sie sehen, bin ich nicht gegen physikalische Gefahren gewappnet. Meine Funktionen sorgen dafür, dass dieses Raumschiff Ihnen auch auf langen Reisen einheim ist. Ich bin natürlich immer gerne bereit, alle ungefährlichen Aufgaben für Sie zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Liebe zum Detail. Okay, gib mir mal ein Beispiel. Was wäre denn so eine ungefährliche Aufgabe? Meine Programmierung erlaubt es mir, andere Technologie zu modifizieren. Ich kann außerdem in den Bereichen Landstreckenüberwachung und Diplomatie eingesetzt werden. Ich versichere Ihnen, ich bin ziemlich nützlich. Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Die Schiffscomputer kümmern sich dann um den Rest. Okay, vielen Dank. Ja, das ist doch schon mal schön, Leute. Jetzt haben wir noch mal einen weiteren Gefährten dazu bekommen. Gefährten und Kontakte. So, jetzt haben wir hier unter Allianz den C2N2, mit dem wir gerade gesprochen haben. Und hier haben wir Kaisen. So, was wir jetzt mal machen wollen. Unsere Crewfähigkeiten. Wir haben sie ja gelernt. Wir haben hier die Kunstfertigkeit. Und die Archäologie. Die Archäologie haben wir schon ganz gut gesteigert, indem wir einfach Ressourcen gesammelt haben. Und mit diesen Ressourcen können wir wiederum jetzt hier Sachen herstellen. Ihr seht schon, Tragbares, ja auch diese Generatoren für die Nebenhand können wir herstellen. Da werden dann immer noch so ein paar zusätzliche Sachen verlangt. Hier wie dieses verschweißte Hubert Kunstfertigkeit Zusatzelement. Das können wir hier wiederum herstellen. Und für Kristalle, ja, werden die unter anderem auch benötigt. Und hier ein Edelstein der ersten Klasse oder des ersten Grades und ein Farbkristall des ersten Grades wird benötigt, um jetzt hier so einen blauen, fortschrittlichen, unverwüstlichen Kristall herzustellen. Der bringt uns 41 Ausdauer und ja, macht unser Lichtschwert blau. Der bringt uns 41 Angriffskraft und der bringt uns kritischen Trefferwert. Ja, ist immer die Frage. Ich glaube, da scheiden sich auch oft die Geister, was man als Schadenklasse nimmt. Soll man Angriffskraft nehmen, um generell den Schadensoutput zu erhöhen oder so einen kritischen Trefferwert, damit man hier und da mal einfach richtig krassen Schaden raushaut? Puh, finde ich schwierig. Ich bin da jetzt auch nicht so in der Materie drin, dass ich da wüsste, was genau wir nehmen sollten. Wir können uns jetzt hier zum Beispiel so einen blauen Kristall ja mal herstellen und sagen, dass C2N2 das herstellen soll. Das läuft nämlich ein bisschen anders hier in Star Wars The Old Republic. Unsere Gefährten übernehmen die
Erledigung unserer Berufe. Und je höher unser Einfluss auf die Gefährten ist, desto besser sind sie in den Berufen. Hier unten steht ja zum Beispiel plus 1,5% Zeiteffizienz für Crewfähigkeiten, Aufgaben und plus 3% kritische Rate für Crewfähigkeiten. Wenn wir das Ganze jetzt auf Kaizen mal umstellen, dann haben wir hier schon 13,5 und 15% kritische Rate. Also ihr seht schon, die Prozentzahlen gehen sehr, sehr hoch. Aber Kaizen wollen wir natürlich mitnehmen auf unsere nächste Mission. Deswegen lassen wir jetzt hier C2N2 erstmal ein bisschen was herstellen. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal auf Angriffskraft. So, und ihr seht schon, Restzeit, der braucht jetzt 21 Minuten, bis er diesen Kristall hier hergestellt hat. Das dauert natürlich so lange, weil dieser Kristall eigentlich schon recht gut ist. Und solche Kristalle kann man allerdings auch im Kartellmarkt kaufen. Ich würde sagen, das ist so ziemlich auch das Einzige, was einem eventuell einen Vorteil bringen könnte, weil ihr seht es ja schon, 41 Angriffskraft plus statt unserem jetzigen, was haben wir hier drin? Guck mal, unser Farbkristall zum Beispiel gibt gar nichts. Also das ist so Standard. Und wenn ihr jetzt so einen Farbkristall wie den hier habt, den ihr euch natürlich auch selber herstellen könnt, keine Frage, dann habt ihr natürlich schon einen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Und ihr habt im Kartellmarkt hier die Möglichkeit, euch eben solche Farbkristalle auch zu kaufen für Kartellmünzen. Wie gesagt, das ist aber auch so ziemlich das Einzige, wo ich sagen würde, ja, das bringt irgendwo einen Vorteil. Ne, größtenteils nimmt man eigentlich die Farbkristalle hier nur, weil es eine schöne Farbe ist. Ne, hier zum Beispiel so ein schönes Türkis. Oder hier so ein eher helles Grün. Ja, und ihr seht schon hier Beherrschung, Angriffskraft, Ausdauer. Da kann man dann auswählen, was man eben haben möchte. Hier so ein Grün. Ja, wir stellen uns jetzt erstmal ein Blau her, weil wir nichts anderes können. Das ist aber auch in Ordnung. Und ich würde sagen, C2N2 kann dann nach dem Kristall eben diese Zusatzelemente nochmal herstellen. So, verlorenes Artefaktfragment können wir sammeln, Rubat-Kristalle auch. Und Nyllit-Faserlösung, habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr darauf geachtet habt, haben wir schon aus Dekonstruktion von Gegenständen erhalten. Aber es gibt meistens bei den Berufelehrern auch einen Händler für Handwerksmaterialien. Und das ist zum Beispiel ein Material, was ihr dann bei diesem Händler kaufen könnt. Das ist meistens nicht teuer. Also das geht hier im ersten Grad ist das sehr, sehr günstig noch. Nachher wird es natürlich ein bisschen teurer, weil ihr dann aber auch mehr Credit zur Verfügung habt. Ist das auch kein Problem. Und das ja, könnt ihr dann halt dort kaufen. Oder eben, ihr könnt das auch über einen anderen Beruf, vielleicht über die Schatzsuche, weiß ich nicht genau, könnt ihr diese Sachen auch finden. Aber ganz ehrlich, Leute, das kostet kaum Geld. Das kann man sich dann auch kaufen. Und ihr seht schon hier Rubat-Kristalle und Artefaktfragmente haben wir sowieso einiges. Ja, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Noch ein paar kurze Infos, wie man den Beruf auflevelt. Also ihr seht hier vorne jetzt die Zahlen. Die sind alle noch orange. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall aufleveln, wenn wir eines dieser Gegenstände herstellen. Und das wird dann absteigen nach grün, wenn wir einen gewissen Fortschritt im Beruf erreicht haben. Und mit grün haben wir noch die Möglichkeit, im Beruf aufzusteigen, aber halt nicht mehr ja, so häufig. Und wenn das Grün auf Weiß umspringt oder auf Grau, ja, dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr im Beruf aufzusteigen. Dann müssen wir neue Rezepte lernen, dann müssen wir zum Berufehändler und ja, wie gesagt, neue Rezepte lernen und dann haben wir weitere Rezepte, mit denen wir uns im Beruf dann wieder nach oben bringen können. Also ja, so viel dazu. Ich glaube, das ist eigentlich recht bekannt, wie das abläuft mit den Berufen in MMOs, aber hier sind wir jetzt auch nochmal drauf eingegangen. Wir haben jetzt hier unser Vermächtnislager, unser persönliches Lager und unsere Gildenbank. Ja, auf die Gildenbank werden wir vermutlich erstmal nicht zugreifen, weil eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Und natürlich sind da auch mehr ganz nette Sachen vielleicht mal drin, aber ja, ich denke nicht, dass wir da was brauchen, Leute. So, wir versuchen noch hier die Geschenke loszuwerden. Aber ihr seht schon, das platzt hier aus allen Nähten. Und leider haben wir auch keine Möglichkeit mehr, das Ganze noch zu erweitern. Also wir sind schon am Limit. Und es ist schon so ziemlich alles voll. Genau, die können wir hier noch reinlegen.
Rufschub können wir uns mal aufbewahren, wenn wir auf Planeten kommen, wo wir Rufe farmen können. Dann werden wir das aktivieren und dann bekommen wir gleichzeitig einfach ein bisschen mehr Ruf für den Abschluss unserer Mission. So, hier das Holo-Terminal, das sollen wir eigentlich benutzen, um jetzt die nächste Mission zu bekommen. Ich würde aber ganz gerne hier vorne nochmal schauen. Es gibt hier nämlich noch ein republikanisches Flottenkommando. Es ist mir eine Ehre, Jedi. Flugkommandant Rudin, Republiksmarine. Ich fürchte, es gibt schlechte Nachrichten. Die imperiale Armada hat Besitztümer der Republik angegriffen, um uns dazu zu bringen, den Vertrag von Coruscant zu brechen. Ein schlauer Plan. Ein falscher Zug auf unserer Seite. Und die Republik wird dafür verantwortlich gemacht, einen Krieg angefangen zu haben. Ja, Jedi. Aber wir werden Ihnen diesen Erfolg nicht gönnen. Flottenadmiral Numin hat die Gründung der Coruscant Aegis autorisiert. Eine Elite-Angriffsstaffel, die die imperiale Offensive leise und schnell brechen soll. Wenn ihr interessiert seid, ihr werdet mehr als qualifiziert, euch der Staffel anzuschließen. Ich akzeptiere. Es wäre mir eine Ehre, mit der Coruscant Aegis zu fliegen. Ausgezeichnet, Jedi. Jeder Pilot braucht einen Codenamen. Ich denke, Hüter passt gut zu euch. Jedes Mitglied der Coruscant Aegis wird unabhängig von den anderen überall in der Galaxis zuschlagen. Ich werde die Missionsdaten an euer Schiff übertragen. Bringt die imperiale Bedrohung zum Schweigen und schützt die Republik. Okay, ja, Raumkampf Fondor Escort sollen wir abschließen. Und wie gesagt, hier haben wir dann unterschiedliche Missionen für den Raumkampf. Markham T, Jawal, Balosa Außenposten und Aachena. Fondor Escort haben wir nicht, komischerweise. Ja, müssen wir nochmal gucken in der nächsten Folge. Ich gucke jetzt gerade in den Brief nochmal rein hier. Wir haben auch ein paar Gilden-Nachrichten auf jeden Fall. Und wir haben ein paar Sachen verkauft. Das ist ja cool. Wir haben ein paar Sachen im galaktischen Handelsmarkt platziert. Und ihr seht schon, also hier haben wir für 100.000 Credits den Artikel eingestellt. 8.000 hat die Handelsnetzgebühr gekostet. Und es bleiben uns noch 92.000 davon. Zack, und schon erhöht sich das Ganze hier. Ja, deswegen hatten wir auch so viel Post hier. Und ihr seht schon, wir haben relativ hoch angesetzt, aber es gibt trotzdem immer wieder Leute, die es kaufen. Ich weiß nicht warum. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da ein bisschen schlauer seid. Vielleicht dekonstruieren die Leute das, aber ich wüsste nicht, warum sich das lohnen sollte, für 250.000 Credits solche Gegenstände hier zu kaufen. Gut, der ist jetzt nicht losgeworden, aber ihr seht schon, viele andere Sachen sind wir losgeworden. Und das für nicht mal so kleines Geld. So, ich erhole mich gut hier. Meisterin Yuan Pa hat uns geschrieben. Meine treue Schülerin. Mein Verstand wird jeden Tag klarer. Sio hat mir von den Taten auf Coruscant berichtet. Dieses Schutzritual hat dich und die Nauticons allerhand gekostet. Es ist eine kostbare Gabe, doch das ist dein Leben auch. Also sei vorsichtig, dass du dich nicht übernimmst. Ich schreibe dir, weil ich eine Reihe von Materialien gesammelt habe, um dir bei deiner Ausbildung auf Tython zu helfen. Wegen meiner Krankheit und deinen besonderen Umständen wurden sie nicht gebraucht. Ich schicke sie dir jetzt in der Hoffnung, dass sie dir oder Quisen nützlich sind. Vergiss nicht, das Bestehen der Prüfungen stellt einen Wegpunkt auf deiner Reise als Jedi dar, nicht ihr Ende. Ich muss mich ausruhen, pass auf dich auf. Meine Gedanken sind bei euch beiden. Ja, und hier schickt sie uns ein paar Credits statt irgendwelche Materialien. So, wunderbar. Angebot abgelaufen, da haben wir nochmal einen Gegenstand, den können wir dann vielleicht auch nochmal verkaufen. Und was haben wir hier? Nicht beanspruchte wöchentliche Abonnement-Bonusbelohnungen. Was haben wir hier? Kriegsvorräte. Gegenstand mit Rechtsklick benutzen, verbraucht 10 Kriegsvorräte, Invasion, um sie im Namen deiner Gilde zu spenden. Ja, das machen wir doch mal direkt. Wunderbar. Du hast nicht genug Kriegsvorräte, okay. Achso, wir brauchen 10 insgesamt, alles klar. Gut, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Dann werden wir hier auf jeden Fall so einen Raumkampf auch nochmal starten und mal gucken, was der so bereithält. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder da seid zur nächsten Folge. Bis dahin.